Schönen Nachmittag, meine Damen und Herren, hier auf der Bestmesse Wien, der Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung, hier bei uns im Vortragssaal 3, direkt auf der Messe, aber auch zu Hause, wenn Sie zusehen im Livestream, freuen wir uns auch, denn wir haben hier lauter spannende Themen, wie Sie vielleicht in den Videos davor schon gesehen haben, und es geht jetzt der Schlag auf Schlag weiter mit etwas, das sehr, sehr spannend und interessant ist. Ich lerne heute auch nicht aus und lerne immer wieder was Neues dazu. Schlagwort Metallurgie mit Innovation in die Zukunft, das ist so quasi die Überschrift des nächsten Kurzvortrags einmal, und bei mir steht Herr Professor Christian Bernhard von der Montanuniversität in Leoben. Ich würde vorschlagen, ich bin hier nicht die Fachfrau, ich kenne mich da nicht gut aus, ich überlasse Ihnen nochmal die Bühne. Wunderbar. Und freue mich darauf, gleich bekehrt zu werden, dass Metallurgie das tollste Fach ist, das man studieren kann, oder? Ich hoffe, es gelingt mir. Ich werde mich sehr bemühen. Gut, Sie werden das schon machen. Ja? Wir sehen uns gleich wieder auf der Bühne. Liebe Einleitung. Unsere Idee ist, Ihnen das Fach Metallurgie zu Beginn mal relativ kurz, ungefähr eine Viertelstunde in Form eines Vortrags zu erklären. Dann wird das Ganze weitergehen mit zwei jungen Kolleginnen und Kollegen von mir, die dann in weiterer Folge bei einer Diskussion zur Verfügung stehen und ein bisschen mehr über das Studium erklären. Ich habe mir das so überlegt, Metallurgie irgendwie, einerseits ist es die Frage, muss man wirklich erklären, was Metallurgie ist. Teilweise habe ich das Gefühl, man muss es erklären. Und das ist heute ein Versuch, dass ich mal damit beginne zu erklären, was ist überhaupt ein Metall? Was ist ein Metall? Was unterscheidet ein Metall von einem metallischen Werkstoff? Es ist, I'm sorry, unvermeidlich, nicht schrecken, Periodensystem der Elemente. Es gibt etwa 90 davon und mehr als 70 sind Metalle. Und wirklich Beruhigung, die meisten kennen genauso wenig. Also keine Sorge, dass wir da wirklich alle kennen würden. Und ein großer Teil davon sind aber, wie gesagt, alles, was ich so versucht habe, da farblich zu hinterlegen, sind Metalle. Was ist jetzt ein Metall? Ein Metall ist, wie gesagt, ein chemisches Element. Und prinzipiell gibt es so drei Metalle, die sind weltweit gesehen die bedeutendsten. Es ist das Eisen, es ist Aluminium, es ist Kupfer. Nur diese Metalle für sich sind keine Werkstoffe. Die Metalle sind toll, sie sind weich, sie sind gut verformbar. Sie haben eine entsprechend hohe Leitfähigkeit und man kann unterschiedlichste Dinge machen damit. Aber nur wenn ich sie wirklich zum Werkstoff machen möchte, dann muss ich sie mit anderen Elementen mischen und in der Metallurgie sagt man Legieren dazu. Und solche Legierungen bedeuten, wenn ich Aluminium als Werkstoff nehmen möchte, gebe ich Silizium dazu, ein paar andere Elemente wie beispielsweise Kupfer, Magnesium, dann ist das ein richtig toller Gusswerkstoff. Zum Beispiel aus dem Ihre Motoren sind, wenn Sie da mit dem Auto herkommen, sind die tolle Alufolge, ist also aus diesem Material. Gebe ich andere Elemente dazu, wie beispielsweise Zink oder Kupfer oder was auch immer, dann wird daraus ein Werkstoff, der ist wunderbar verformbar. Mit dem kann ich bei Raumtemperatur jede Form erreichen, die ich möchte. Wenn ich gleichzeitig zum Beispiel das Kupfer nehme und ich würde Zink dazugeben, dann entsteht Messing. Messing kann ich toll verformen. Gebe ich allerdings ein Zinn dazu, dann ist es auf einmal eine Bronze und Bronze kann ich toll vergießen. Wenn ich das Kupfer für die Anwendungen verwende, für die das Kupfer heute so wichtig ist, es geht klarerweise um Elektronik, dann kommen diese ganzen so blau markierten Elemente da drinnen vor. Mein letztes Beispiel, Eisen. Eisen als Element nicht besonders spannend, sehr weich, da kann man nicht viel machen damit. Sobald ich zum Eisen Kohlenstoff, Silizium, Mangan dazu gebe, wird ein Werkstoff draus. Und ich kann fast alles, was Sie auf diesem Foto da im unteren rechten Teil dieser Folie sehen, ich kann das alles herstellen damit. Wenn ich andere Elemente nehme, beispielsweise Wolfram, Molybden, Chrom oder was auch immer, dann wird das Zeug extrem hart. Es werden Werkzeugstähle draus und ich kann andere Metalle damit bearbeiten. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Vielfalt eigentlich an sogenannten Legierungen, die es so gibt. Was auch dazu zählt, manche Elemente wollen wir überhaupt nicht in unseren Legierungen. Das ist so der zweite Job der Metallurgen, nämlich diese Elemente zu entfernen. Jetzt habe ich eigentlich schon einmal sehr, sehr viel erklärt über das, was Metallurgie ist, was so der Hintergrund ist davon. Vielleicht beginnen wir trotzdem kurz so einen Streifzug Metallurgie. 10 Folien, wirklich nicht mehr. Am Beginn stehen primäre Rohstoffe. Und diese primären Rohstoffe müssen jetzt in Prozessen
muss ich aus diesen Rohstoffen, aus Erz im Regelfall, Wertstoffe herausholen. Das kann Eisen sein, das kann Aluminium sein, das kann Kupfer sein. Unser größtes Problem bei diesen ganzen Prozessen ist, die sind sehr energieintensiv und es entsteht durchaus eine ganze Menge an CO2 bei dieser Produktion. Was versuchen wir neu zu machen? Wir haben so ein Projekt bei uns, da geht es um die Frage, können wir Wasserstoff anstelle von Kohlenstoff verwenden? Dann gibt es kein CO2 mehr. Dazu ist in Linz bei der Voestalpine die größte Wasserstoffelektrolyse der Welt vor kurzem in Betrieb gegangen oder sie ist im Bau oder steht kurz vor dem Betrieb. Und im Hintergrund dieser Investition, der also wirklich sehr, sage ich mal, Wellen geschlagen hat, zumindest in den österreichischen Medien, entsteht in Leoma Technologie, mit der man versucht, also wirklich aus Erzen mit Hilfe von Wasserstoff Eisen zu gewinnen. Was Sie da rechts herunten sehen, ist eine Pilotanlage, die gerade bei uns konzipiert und gebaut wird. 3 Millionen Euro Investitionsvolumen so ungefähr, getragen von der Voestalpine K1Med. Ich denke, wir sind so ziemlich die Einzigen auf der Welt, die also mit so einer neuen Technologie, die also wirklich ins nächste Jahrhundert, wir sind noch sehr früh in unserem Jahrhundert, aber wir hoffen, damit schon ins nächste Jahrhundert tragen zu können. Was für uns ganz wichtig ist, ist, ich habe zuerst über primäre Rohstoffe geredet, sekundär. Sekundär heißt, das sind Rohstoffe, die schon einmal ein Werkstoff waren und diese Rohstoffe sind so am Ende ihres Lebenszyklus angekommen. Also ich glaube, jeder von Ihnen findet bei sich sowas und irgendwann werden diese Dinge am Ende ihres Lebenszyklus sein. Und ganz wichtig ist eigentlich die Frage, wie gewinne ich diese ganzen Wertstoffe, die da drinnen stecken, in unserem Handy, wie gewinne ich die wieder zurück? Wie schaffe ich das eigentlich, das ganze Kupfer, das ganze Platin, Gold, Silber, was da drinnen ist, wieder zu gewinnen und wieder Metalle draus zu machen? Und auch das ist so ein Teil der Methodologie mit dem großen Ziel. Wir sagen dazu Circular Economy, es ist die Idee, dass wir versuchen, Kreisläufe zu schließen. Das heißt, es beginnt einmal mit Erz, dann werden Produkte hergestellt, dann werden sie verwendet und am Ende muss ich aber die Wertstoffe aus dem wieder zurückgewinnen können und der Idealfall wäre, wir könnten den Kreis schließen. Den Kreis schließen würde bedeuten, wir brauchen eigentlich keine neuen Erze mehr, sondern wir können immer aus Rohstoffen, die eigentlich jetzt im Moment schon in unserem Zyklus sind, uns wiederum neue Rohstoffe erschaffen. Und wenn ich dann am Rande, und das ist so dieser zweite Kreis, den Sie wahrscheinlich sicher nicht erkennen können von Ihren Sitzen aus, das ist das Thema Energie. Der Gral eigentlich der Mythologie wäre, dass man das Ganze mit erneuerbarer Energie macht. Das heißt, irgendwo ein Kreislauf, der keine neuen Rohstoffe braucht und ein Kreislauf, der eigentlich keine neue Energie braucht, der sie vollständig selbst trägt. Es ist eine Vision, aber ich hoffe eine Vision, die irgendwann in dieser Form funktionieren wird. Ja, ich möchte an der Stelle vielleicht gar nicht allzu lang jetzt darüber reden, was gehört noch zur Methodologie, sondern ich würde jetzt eigentlich ganz gern ein paar Schritte weitergehen. Wie mache ich jetzt aus diesen gewonnenen Wertstoffen wirklich ein Produkt? Und gibt es verschiedene Produktionsschritte dafür? Für uns, wie gesagt, auch als Erinnerung, Themen wie Digitalisierung sind für uns ständige Wegbegleiter. Wir kommen an diesen Dingen heute nicht mehr vorbei. Die Automatisierung der ganzen metallurgischen Anlage ist irgendwie klar. Am Ende dieser ganzen Prozesse hat man ein Produkt hergestellt, zum Beispiel das, was Sie rechts herunten sehen. Das ist also sogenanntes Kaltband. Das ist, was Sie sehr gut kennen, wahrscheinlich vor Ihrem Auto her, beispielsweise was so außen rund um das Auto herum als Beplankung verwendet wird. Und an der Stelle vielleicht einfach ein Sprung um ein paar Größenordnungen nach unten. Wir haben jetzt über metallurgische Anlagen gesprochen, die haben eine Größe von 100 Meter oder mehr. Wir gehen jetzt ein paar Größenordnungen nach unten und schauen uns an, was so auch in Prozessen der Metallurgie passiert. Was passiert im Inneren so eines Werkstoffs und was Sie links herunten sehen, das ist, wie ein Werkstoff ausschaut, wenn er unter dem Mikroskop liegt. Das heißt, relativ kleine, diese kleinen Strukturen, das sind sogenannte Körner. Das heißt also, wenn Sie sich so einen Stahl anschauen und ich habe da ein paar so Proben mitgebracht und wäre der Meinung, dass man das vielleicht da irgendwie durchgibt. Und ich würde es auch gerne als Geschenk und Erinnerung an die Best bei Ihnen lassen, Sie bitte aber nicht verletzen damit. Das ist so ein Produkt davon. Es sollte normalerweise, Sie kennen sie nicht schneiden damit, es sollte nichts passieren.
Und diese Produkte, die Sie also vor sich sehen, das heißt, dieser Stahl besteht dann, wenn ich ihn unter dem Mikroskop betrachte, aus diesen Körnern, die man da links unten sieht. Und links oben, wenn ich noch weiter reingehe, dann besteht das Ganze aus Kristallen. Und diese Kristalle, die ich da drinnen habe, und das macht Metalle so besonders, die sind so wie mit Federn aneinander gehängt. Und für uns alle ist das irgendwie so ganz normal, dass wenn ich so ein Metall in der Hand habe, ist das irgendwie relativ klar, ich kann das verformen, ich kann das biegen. Das ist aber wirklich eine absolute Besonderheit bei metallischen Werkstoffen. Das kann ich nicht bei allen Werkstoffen, ich glaube, das ist Ihnen auch klar. Der Hintergrund, warum das so ist, bedeutet, wenn ich von außen her auf solche Strukturen beispielsweise eine Kraft anwende, dann beginnt sie, der Werkstoff zu verformen. Und ab einem gewissen Punkt macht er etwas, nämlich er beginnt abzurollen. Das heißt, diese Kristalle die haben so Gleitebenen und der Werkstoff beginnt sie dann richtig plastisch zu verformen. Wie gesagt, nochmal so Metall zu biegen, wie ich jetzt da vorhin gemacht habe, ist, glaube ich, für uns alle vollkommen normal, dass ihr Metall das gefallen lässt. Das gilt natürlich nicht für alle Metalle. Was ich Ihnen gerade gezeigt habe, das ist ein sehr weicher Stahl. Also Stahl, der beispielsweise für diese Teile, für so Außerhautteile in der Automobilindustrie verwendet wird. Oder Alternative wäre im Prinzip Getränkedosen, dort würde ich solche Stähle verwenden. Das ist aber nicht alles, was Metalle können. Und das nächste Bild, und Sie können es wahrscheinlich sicher nicht erkennen, das wird zeigen, was passiert eigentlich alles, wenn ich in so ein Metall zum Beispiel andere Elemente dazugebe oder wenn ich andere Fasern schaffe da drinnen. Was ich schaffe, sind ganz einfach viele Hindernisse und es wird dann immer schwieriger, dieser Werkstoff zu verformen. Und ich habe so einen auch schwieriger zu verformenden Werkstoff mit, das sind sogenannte Trippstähle und ich bin optimistisch, Sie schaffen es noch immer, den zu verformen. Aber wenn Sie es mit beiden probieren, dann werden Sie feststellen, boah, also in dem Moment geht es eigentlich nicht mehr so leicht, sondern der wehrt sich, der will eigentlich nicht wirklich verformt werden. Wofür brauche ich solche Werkstoffe? Und wirklich auch ein gutes Beispiel ist natürlich wiederum, nehmen wir das Auto. Was passiert, wenn ich wirklich so einen Crash mit meinem Auto habe? Das heißt, ich brauche Stähle, die eine sehr viel höhere Festigkeit haben, die Energie aufnehmen, die Energie, man sagt, absorbieren und damit zur Sicherheit des Fahrers oder der Fahrerin beitragen. Und diese Stähle sind also zu meiner Linken so in Orange dargestellt und das haben sie alle in ihren Autos drinnen und wie gesagt, dahinter steckt also auch sehr viel Metallurgie. So, damit habe ich eigentlich den Großteil meiner Erklärungen hoffentlich schon rüberbracht. Einfach noch Daumenkino. Metalle bestimmen unser Leben. Ich habe so ein bisschen erklärt, warum ich ohne Metalle nicht bauen kann, warum Mobilität ohne Metalle wirklich schwierig ist, warum es ausgesprochen schwierig ist, sowohl Energie zu gewinnen, umzuwandeln oder zu transportieren, warum es ganz schwierig wäre, alles, was wir so lieben, diese Kommunikation, das Ganze überhaupt heute aufrechtzuerhalten. Also es wird kein Handy ohne metallische Werkstoffe geben und natürlich auch keine Batterien. Und das ist ein Grund dafür, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so in den Köpfen steckt. Die Produktion von Stahl hat sich beispielsweise verdoppelt seit dem Jahr 2000. Die Produktion von Aluminium hat sich fast verdreifacht. Die Produktion von Kupfer hat sich annähernd verdoppelt. Und auch die Produktion von Blei hat sich annähernd verdoppelt. Das heißt, es ist noch nie, sind jemals wirklich in unserer Geschichte so viele metallische Werkstoffe produziert worden, wie das im Moment der Fall ist. Ja, damit bin ich schon bei meiner vorletzten Folie und ich weiß es nicht, wie viel man davon erkennen kann. Wenn Sie nur erkennen, dass jeder dieser roten Stecknadeln Unternehmen ist, das in irgendeiner Form mit dem Thema Metallurgie in Österreich zu tun hat, dann haben Sie ein Gefühl dafür, wie groß unsere metallurgische Industrie ist. Die größten Unternehmen sicher Voestalpine, es gibt die AMAG, es gibt Plansee, es gibt RHI als Produzent von Feuerfestmaterialien. Wir haben einen richtig tollen Industrieanlagenbau, Primetals beispielsweise in Teco, aber natürlich auch jede Menge Gießereien und viele, viele andere Zulieferfirmen für die metallurgische Industrie und damit eigentlich ein Riesenbetätigungsfeld, das dann offen steht.
Ja, und die allerletzte Frage muss jetzt irgendwo sein, Metallurgie, jetzt habe ich erklärt, was das ist. Tatsächlich, man kann das studieren. Das Studium gibt es an der Montan-Universität in Leoben. Die Details, wie gesagt, überlasse ich jetzt einer Diskussionsrunde. Das in sehr viel charmanterer Art und Weise an Sie weiterzugeben, als ich das machen kann. Vielleicht nur im Hintergrund noch, wieso unser Social-Media-Auftritt ausschaut. Ich glaube, Birgit, Michael, ihr werdet das kurz noch ansprechen, was dem Hintergrund steht. Danke. Herr Professor Bernhard, vielen lieben Dank. Es war wirklich sehr anschaulich. Ich habe nur eine Frage noch, da kommt die Journalistin in mir durch. Das ist jetzt, hat gar nichts mit der Ausbildung zu tun, aber es ist mir gerade eingefallen. Sind Metalle eigentlich endlich, die vorkommen? Weil bei Kohle oder so sagt man ja immer, da müssen wir jetzt irgendwann einmal umsteigen. Und weil Sie die Grafik jetzt gehabt haben, das wird, verdreifacht sich alles. Ja, es ist schon richtig. Im Prinzip, da können wir jetzt lang reden, nein, drüber, im oder? Im Prinzip, sie müssen ähnlich sein. Nachdem die Erde ähnlich ist, müssen natürlich auch Metalle ähnlich sein. Aber dieser Begriff der Circular Economy, den ich vorher genannt habe, ne, das ist der Gedanke, dass wir immer wieder unsere Wertstoffe immer wieder verwenden und immer weniger neue Wertstoffe brauchen, die wir in diese Kette mit hineinnehmen. Mhm. Wenn wir also das erreichen, brauchen wir keine Sorge haben. Also es lohnt sich, das zu studieren, denn es wird noch lang genug Metall geben, um definitiv, damit zu arbeiten. Definitiv, wunderbar. Da bin ich mir ganz sicher. Okay. Vielen lieben Dank, hat mich sehr gefreut, war sehr spannend. Das Mikro nehme ich Ihnen gleich ab. Jawohl. Und dann hole ich zwei Herrschaften zu mir. Ich gebe mal das Mikrofon kurz ab, weil dann kann ich... Ja, der Fanclub ist mitgekommen. So, also bitte auf die Bühne zu mir, Diplom-Ingenieur Michael Zahl und Birgit Hechtl. Hallo. Wir haben jetzt so quasi ein bisschen die Theorie vom Professor gehört. Jetzt haben wir euch beide da sitzen als Beweis von, das kann man wirklich studieren. Junge Menschen interessieren sich dafür. Es ist auch wirklich sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Unterhalten wir uns noch kurz ein bisschen natürlich über das Studium, aber vielleicht auch vorweg einmal über das Berufsfeld, Karrieremöglichkeiten im In- und Ausland. Man hat jetzt gesehen, dass Metalle werden ja vielfältigst verwendet, ja, ganz klar. Angefangen vom kleinen Handy bis zum großen Auto, LKW, Riesenmaschinen. Ich glaube, es mangelt nicht an Berufsmöglichkeiten, oder? Na, ganz sicher nicht, ja. Vielleicht eine kurze Anekdote dazu, wie das mit dem Metall und so weiter läuft. Ich glaube, es gibt da im Auditorium und auch hinter den Bildschirmen keinen, der mir jetzt irgendwas nennen kann, was eben nicht mit Metallen zu tun hat, sprich was nicht aus einem Metall besteht oder zumindest mit Hilfe von einem Metall gefertigt wurde. Was dann auch dafür spricht, dass man auf der ganzen Welt natürlich überall diese Metalle braucht und die Industrie, die sie produziert bzw. weiterverarbeitet. Sprich, für einen Metallurgen steht die Welt offen, sowohl im Inland als auch im Ausland sind sehr, sehr viele Berufsbilder möglich, so viel zur Lokalität natürlich. Das Ganze ist dann auch so weit, dass man als fertiger Metallurge natürlich nicht nur eine große Auswahl in der Örtlichkeit hat, sondern auch in der eigentlichen Tätigkeit. Wie es bei mir ist, ich verfasse jetzt, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, eine Dissertation. Das heißt, man kann eher in die wirtschaftliche, also nicht wirtschaftlich, sondern wissenschaftlichere Richtung gehen. Der Counterpart dazu war dann eher die wirtschaftliche Richtung, wo man dann auch in Forschungseinrichtungen arbeiten könnte, sicher war genauso im mittleren Management in der Prozessentwicklung verwirklichen kann oder auch später, wenn man ja, Konzerne leiten möchte, da auch sicher auch nicht, eine Position auch nicht so findet. Schlecht, ne? Ja. Genau. Aber es steht nicht nur den Metallurgen die Welt offen, sondern auch die Metallurginnen. Ne? Also natürlich, also gerade in der Metallurgie natürlich ein technisches Studium, leider viel zu wenige Frauen. Ich weiß nicht warum, ich verstehe es nicht, weil ich glaube, dass wenn man als Frau Metallurgie studiert, das ist ja, ob Mann, Frau, vollkommen egal. Es ist auch relativ egal, welche Vorbildung. Das ist in Leoben wunderbar, auf der Montanuniversität. Es ist egal, ob man auf einer AHS war, HTL, wie auch immer. Im ersten Studienjahr ist alles sehr gleich. Das heißt, wir haben eigentlich alle die gleichen Vorlesungen, auch völlig egal, welche Studienrichtung man in Leoben besucht. Das heißt, da werden alle einmal auf einen Stand gebracht. Da hat man Mathematik, Chemie, Physik, Mechanik, einfach diese naturwissenschaftlichen Grundlagen. Und die beherrscht dann jeder und dann geht es ins Fach hinein. Dann macht man wirklich das, warum man das Studium gewählt hat und dann lernt man dort die Grundlagen. Also aber das heißt, die naturwissenschaftlichen Fächer, die sind dominant, also man muss schon ein bisschen eine Neigung dazu haben und ein Interesse dafür, weil sonst ist man wahrscheinlich bei euch fehl am Platz. Ne? Also, und das ist jetzt wurscht, ob Männlein, Weiblein, sondern es geht einfach ums Interesse und das muss halt da sein. Ja? Also bitteschön, Mathematik, Physik, Chemie, ja? Das ist hier gefragt, jetzt, meine Damen und Herren. Vielleicht schauen wir uns den Studienaufbau allgemein einmal an. Also wie läuft das dann so ab im Studium? Weiß nicht, wer von euch das lieber erzählen möchte.
Ja, vielleicht, weil ich es schon hinter mir habe. Genau, bitte gerne mit einem wohlmeinenden Blick zurück. Ja, also der Studienaufbau ist natürlich wie in jedem Studium mittlerweile ein Bachelor-Master-System, ganz normal, wie man es auch kennt. Ja. Bei uns in Leoben hat sich das jetzt so durchgesetzt, dass man eigentlich hauptsächlich einen 7-Semester Bachelor hat, daraufhin mit einem 4-semestrigen Master abschließt und dann bei uns auch noch, wie ich da vorher in einer kurzen Diskussion gehört habe, den Titel Diplom-Ingenieur trägt, obwohl man einen Master fertig macht. Ja. Kurz angesprochen ist schon worden, das Ganze beginnt mit den wirklichen Grundlagenausbildungsfächern. Das ist auch ein großer Vorteil der Montanuniversität an sich, also nicht nur des Metallurgiestudiums, dass wir ein sehr breit gefächertes Basis-Ingenieurswissen aufbauen und auf dem fundierend eben dann weitergehen in die einzelnen Bereiche eben der Metallurgie. Wie vom Herrn Professor schon vorher angesprochen, gibt es da ja sehr vielfältige Bereiche eben von der Eisen- und Stahlmetallurgie über die Nicht-Eisenmetallurgie, Gießereikunde. Wir haben auch sehr viel Simulation, das ist vielleicht ein bisschen außen vor geblieben. Wir beschäftigen uns in Zukunft sehr viel mit Sachen in diese Richtung. Auch da gibt es die nötige Grundausbildung im Bachelorstudium. Und nachdem man das abgeschlossen hat, kommt man natürlich ins Masterstudium. Es ist auch bei uns, genauso wie im vorigen Vortrag von der Elektrotechnik, sehr üblich, dass man nach dem Bachelorstudium das Studium nicht beendet, sondern dann von der Pflicht mehr oder weniger in die Kür wechselt und dort wirklich das lernt, was Metallurgie eigentlich ist. Ja. Spezialisiert sich dort in die Richtungen, die einem selbst zusagen und schließt eben dann, wie schon gesagt, zum Schluss mit dem Diplom-Ingenieur ab. Ist es auch ein sehr praxisnahes Studium oder auch eins, wo man Praktikas vor Ort machen muss? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, ich meine, ich muss dazu sagen, um Gottes Willen steinigen Sie mich nicht, ich war noch nie in Leoben bei der Montanuniversität, ich weiß nicht, was Sie dort alles so haben, aber ich könnte mir mal vorstellen, einen, weiß ich nicht, Stahlofen oder was wird es dort vielleicht nicht geben, wenn man das jetzt, oder gibt es ihn dort? Oder ja, ich meine, direkt als Ortsteil von Leoben ist ja Donauwitz dort und die so, besitzen ja, zwar recht große Produktionsanlagen. Ja, aber da muss man dorthin. Ja, die örtliche Nähe ist definitiv gegeben. Man kann das Ganze dann natürlich auch im Sinne von Praktika abgeschlossen, direkt am Studienort eben so in die Richtung. Ja. Man kommt aber auch, wenn man will, sehr, sehr weit nach draußen. Ich persönlich selbst war einmal im Zuge eines Praktikums in Schweden unterwegs und habe dort feuerfeste Baustoffe für die RHI begutachtet, beziehungsweise den Prozess dort am Stahlproduktionsort überprüft. Ja. Und ja, deswegen. Aber das war jetzt im besten Sinne gemeint. Also man kommt raus, man kommt herum, man muss sich ja das Fach auch ein bisschen dann praktisch anschauen, oder? Ja, genau. Also dieses Praktikum ist bei allen Studienrichtungen in Leoben verpflichtend. Wir sind zwar ganz eine klassische Universität, aber wir haben einen sehr, sehr starken Praxisbezug. Professor Bernhard hat vorher schon die Folie gehabt mit den ganzen Industriepartnern. Diese Industriepartner kommen eben zu uns auch auf die Universität, geben uns Forschungsaufträge, wo dann die Studenten auch schon während dem Studium teilweise in Form von Bachelorarbeiten wirklich praxisbezogene Arbeiten machen. Die erforschen da halt was bei der Firma direkt vielleicht nicht möglich ist zu erforschen und kommen mit dem dann zu uns auf die Universität. Also ich glaube, Metallurgie da gerade speziell ist wirklich sehr praxisorientiert. Mhm. Das klingt sehr spannend, auch im Hinblick dann auf ein weiteres Arbeiten, weil wenn die Firmen schon zu euch kommen, um euch quasi Forschungsaufträge zu geben, könnte man jetzt meinen, ich hoffe, ihr bestätigt das, dass die sich dann auch sehr, sehr freuen, wenn ihr danach bei ihnen arbeiten würdet. Ja, natürlich. Also es ist wirklich so, dass wir extrem von den Industriepartnern unterstützt werden. Das geht so weit, dass sie uns sogar ein Programm finanzieren, das sind die Metal Days, die finden heuer wieder Ende Juni statt. Da laden wir 30 Schülerinnen und Schüler zu uns auf die Universität ein, die ab 16 Jahren einfach ein Interesse für Technik haben, die ein Interesse für Metallurgie haben und sich die Universität ein bisschen genauer anschauen möchten und eben auch die Studienrichtung Metallurgie. Die haben dann die Möglichkeit, dass sie unsere Labore besuchen, die können dann dort auch diverse Experimente machen und das ist eine viertägige Veranstaltung, wo Schüler wirklich mit Übernachtung, mit Verpflegung komplett zu uns nach Leoben eingeladen werden. Und das alles finanzieren unsere Industriepartner, weil sie unbedingt Metallurgen brauchen. Also das ist also, wirklich ein... Sie sehen ja jetzt im Publikum und auch zu Hause händeringend ein Studium, das man machen muss. Berufsgarantie ist immer sehr schwierig. Ja, ja. Aber ich glaube, dass als Metallurge man wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten hat und da sehr, sehr schöne Karrieremöglichkeiten wirklich sind. Ja, und macht es auch Spaß? Ist es auch ein Studium, das wirklich auch in dem Sinn praxisorientiert ist, dass man auch viel selber machen kann, selber in die Hand nehmen kann? Ja, selbstverständlich. Also es ist ein sehr tolles Studium natürlich. Ja. Es hat wie jedes Studium natürlich auch immer wieder seine Seiten, wo man sich dann denkt, ja, warum muss es so viel sein? Aber es ist ein technisches Studium. Technische Studien sind sehr fordernd. Ja. Ist aber auch sehr belohnend. Ja. Also wenn man dann
gewisse Prüfungen absolviert, die sehr viel Aufwand im Vorhinein bedeuten, dann fühlt man sich auch wie der große Gewinner. Wenn man es hinter sich hat, dann kann man groß spucken. Ne? Ja. Im Nachhinein ist es natürlich wunderbar gewesen. Ja, war ganz einfach. Ja, war genau, wunderbar. Was man dazu sagen muss, ist, dass also vorher gehört, bei den Elektrotechnikern fangen 200 an. Ja, Metallurgie, Erstsemester haben wir 27. Das heißt, die kennen sich wirklich sehr, sehr gut untereinander. Das heißt, man hat bei uns auch wirklich von Anfang an ein Netzwerk. Die sind, glaube ich, alle in einer WhatsApp-Gruppe vernetzt natürlich. Das heißt, sie reden sich gegenseitig auch bei den ganzen Übungen zusammen, sie lernen gemeinsam. Das heißt, die bestreiten das Studium wirklich von Anfang an gemeinsam. Und das ist halt einfach ein Vorteil, wenn man eine Gruppe hat, wo man so ein bisschen Rückhalt hat, wo man dann gemeinsam für so wunderbare Prüfungen lernt und dann natürlich auch gemeinsam feiert, wenn die dann geschafft sind und wenn die bestanden sind. Und wie ist das so der Kontakt oder auch die Betreuung vom ich sage jetzt mal, Lehrpersonal oder auch von den Leuten vor Ort? Hat man da dann auch irgendwie einen besseren Austausch vielleicht oder wird man besser abgeholt von Professoren, Professorinnen, weil es einfach halt ein bisschen heimelig auch ist? Ja, also ich kann es aus persönlicher Erfahrung sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf einer anderen Universität in ganz Österreich irgendwie so ein nahes Verhältnis zwischen Professoren oder ein näheres Verhältnis zwischen Professoren und Studierenden gibt. Man hat wirklich ein Lernumfeld, ja, das ist teilweise wirklich fast wie Privatunterricht bei uns. Ja. Also das ist sehr, sehr was Angenehmes, was das betrifft. Ja, ja, das ist auch schon einmal ein guter Punkt. Also es ist wirklich so, dass wenn man sich im Bachelor zum Beispiel für ein gewisses Thema interessiert, für eine Backarbeit, dann geht man zum Professor und sagt, ja, Herr Professor Bernhard zum Beispiel, haben Sie ein Thema, mich interessiert das wirklich, gibt es irgendeine Firma, wo Sie sich denken, die könnte irgendwas mit mir in die Richtung machen? Und da stehen ja immer die Türen offen, also das ist in die oben speziell wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger und toller Punkt, dass das Professoren-Studenten-Verhältnis einfach wirklich sehr gut ist. Die oben ist ja nicht allzu groß, das heißt, man trifft sich dann natürlich auch auf der Straße und wenn man Fragen hat, wenn man was nicht verstanden hat, das ist auch bei uns so, dass das überhaupt kein Problem ist und man die Professoren immer dann eben noch nachfragen kann und da weitere Details erfahren kann. Also das hört sich auch so an, als würde es bei euch jetzt nicht so eine große Dropout-Rate geben. Also gibt es da trotzdem Studienabbrecher oder ist das, sind eigentlich alle irgendwie froh, wenn sie da dabei bleiben? Ja, es ist natürlich wie in jedem Studium, es gibt anfänglich einige, die sich bei der Studienwahl eventuell ein wenig vergriffen haben, beziehungsweise im Vorhinein natürlich nicht so informiert haben, wie man es eigentlich sollte. Ja. Aber die dann wirklich das Interesse für die Metallurgie finden, studieren natürlich auch in dem Sinne fertig. Ja, also bleiben Metallurgen for life dann quasi. Ne? Also genau. Okay, eine Religion. Ich habe jetzt noch ein Stichwort hier stehen, Shanghai Ranking 2018. Vielleicht könntest du mir da aushelfen. Was ist das, worum geht es da? Ja genau, also das Shanghai Ranking ist ein Hochschulranking, wo international verschiedenste Universitäten und vor allem auch Fachrichtungen gerankt werden. Und wir sind da sehr, sehr stolz. Wir haben 2018 als Metallurgie-Montanuniversität den dritten Platz europaweit belegt und international haben wir den 17. Platz, Verzeihung. Das heißt, die Montanuniversität mit dem Metallurgiestudium ist eindeutiger Begriff, auch international. Und wir sind natürlich sehr, sehr stolz darauf, dass unsere Studienrichtung, unsere Professoren, die Lehre bei uns, die Forschung wirklich eben ausgezeichnet worden sind. Das heißt, man kann auf jeden Fall sagen, wenn man sich für Metallurgie in Leoben entscheidet, hat man ein exzellentes Studium und natürlich dann auch exzellente Chancen später. Wunderbar. Das heißt, wenn ich mich jetzt so in Richtung Publikum umdrehe, müssen jetzt wahrscheinlich alle überzeugt sein und sagen, sie werden Metallurgen, oder? Wer jetzt dabei und würde sagen, das klingt doch ganz spannend, ganz interessant. Gibt es jetzt aktiv schon jemand? Ich glaube, die sind noch ein bisschen schüchtern hier. Gibt es Fragen für die Herrschaften oder zum Thema? Trauen Sie sich nur. Wenn nicht, wo finden wir euch? Wir sind bei der Messe noch? Mehr oder weniger da gleich um die Ecke. Ja, ja genau. Wir sind Stand T3. Das heißt, Sie können gerne noch zu uns kommen, da ist die ganze Montanuniversität vertreten. Wir werden auch noch jetzt noch ein bisschen am Stand sein, falls es wirklich noch spezielle Fragen zum Metallurgiestudium gibt. Was ich dann noch ans Herz legen kann, ist so die Folie daneben. Wir sind sehr, sehr aktiv auf den sozialen Medien. Wir haben da eben alle diese Accounts und gerade auf unserem YouTube-Kanal ist vielleicht was ganz Spannendes. Wir haben jetzt vergangenen Sommer mit einer Reihe angefangen, das Ganze heißt Faces of Metallurgy, wo wir Absolventen interviewen, die in den verschiedensten Firmen, in den verschiedensten Bereichen tätig sind und die erzählen einfach in ganz kurzen YouTube-Videos, ganz einfach, simpel, was machen Sie jeden Tag, warum haben Sie das studiert, was waren Erfahrungen im Studium und würden Sie das noch einmal studieren? Da kann ich jetzt schon sagen, jeder von denen würde noch einmal Metallurgie studieren. Und da kriegt man einfach ein bisschen ein Gefühl, was mit Metallurgie einfach alles möglich ist. Da haben wir von jungen Ingenieuren über einen Herrn Dr. Flick, der bei Prime Metals dort das Ganze leitet, alle möglichen Karrierewege.
Klingt sehr, sehr spannend und ihr seht beide sehr zufrieden aus. Also das dürfte wirklich ein tolles Studium sein. Der Herr Professor Bernhard war auch ein sehr freundlicher und netter. Also ich glaube, große Werbung dafür. Und wie gesagt, falls Sie Infos brauchen, hier die Social Medias über meine Schulter und auch alle, die im Livestream zu Hause sind. Die Messe gibt es ja auch morgen noch am Sonntag bis 17 Uhr, von 9 bis 17 Uhr. Und kommen Sie doch einfach vorbei, wenn Sie das interessiert hat. Fühlen Sie selbst alle möglichen Varianten von Stahl und erkundigen Sie sich selbst noch einmal über Metallurgie. Ich bedanke mich herzlich, ich wünsche euch alles Gute und bin schon gespannt, wo wir uns dann irgendwann einmal wiedersehen, was ihr dann vielleicht einmal in der Forschung macht oder in der Wirtschaft. Also auf jeden Fall ein ganz tolles Studium. Vielen lieben Dank. Apropos ganz tolles Studium. Studieren kann man ja nicht nur in Österreich. Logischerweise, wir haben heute schon viel gehört, in den USA, in Großbritannien. Aber auch generell Karriere in der EU ist so ein Thema, das ganz spannend ist. Und über dieses Thema werden wir uns gleich unterhalten, beziehungsweise, wenn Sie weitersehen wollen, zu Hause über die Videos. Das nächste Video handelt dann von Meeting the Challenge, meine Karriere in der EU. Ich freue mich, bis gleich.